Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen an alle, die das hier auf YouTube ansehen. Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Mal sehen, wie weit wir es heute schaffen werden. Dann wollen wir mal. Stürzen wir uns ins Getümmel. So. Erstmal Licht anmachen. So. Und den Generator natürlich auch. Na? Bitte mal, Joel. Okay, ganz ruhig. Ja. Scheiß Teil. Mist. Na. Das habe ich ja sonst immer besser hingekriegt irgendwie, ne? Oh, geht doch. Und abwärts. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wäre ein Firefly, der aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Hm. Und was haben wir denn hier? Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Zettel im Umkreis der Quarantänenzone. Westpatrouille. Südwestpatrouille. Südpatrouille. Südwest. Infizierter. Ist durchgestrichen. Jetzt sicher. Feindliches Camp. Süd. Sichere Route zum Checkpoint Charlie. Befallen. Hm. Okay. Okay. Ja. Dann auf nach draußen. So. Und sieh oben nach, dass die Luft rein ist. Ja, mache ich. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Was war das denn jetzt? Achso, ich kann es sagen, was ist. Toll. Jetzt macht sich das Ding bemerkbar. Okay. Vergiss das. So ein Fenster hat sich jetzt gerade bei mir hier geöffnet. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Man sieht doch wirklich, wirklich jeden Wassertropfen von. Echt. Sieht echt fantastisch aus. Hier geht's lang. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du kennst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf.
Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Scheiße! Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier! Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Oh, Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Überraschung, Überraschung. Oh, Scheiße! Weitere Uniformierte. Wiederhole. Wir haben Verluste im Sektor 12. Bitte um Verstärkung. Wir haben gerade noch mit Ihnen gesprochen. Shit! Es sind wahnsinnig viele. Ich weiß. Okay. Auf mein Signal laufen. Signal. Laufen. Okay. Jetzt. Lauf! Vorsichtig. Lichtkegel. Weiter drüber, Joel. Ich sehe sie, ich sehe sie. Die müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nicht sehen. Sind die wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag, also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Weiter, du Idiot, da oben. Komm. Geh zu. Okay, dann muss ich mich rumschleichen. Siehst du irgendwas? Alles klar hier. So weit, so gut. Okay. Vielleicht waren das Ratten oder so. Boah, das war knapp. Ja, Riesenratten waren das. Heilige Scheiße. Oh. Los, los! Ah, Mann! Da rennt man nicht, um nicht aufzufallen, und dann wird man doch erfasst. Wir können welche hören. Das ist ganz bestimmt die Hand, das Scheiß Feuerfleisch.
Ellie geht aus dem Weg. Eher sagen, euch erwischen sie, weil ihr zu viel Lärm macht. So, schnell die Leiter hoch, die Treppe hoch. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich weiß es gar nicht. Einen Weg gab es ja auch gar nicht. Okay. Hier können wir durch. Jetzt nur eben, wenn ich nicht übersehe, wenn ich das nicht schon längst gemacht haben sollte, was zu übersehen, meine ich. Das Klebeband war hier nicht. Alles klar. Dann ab. Komm, Joel, komm. Komm, Ellie. Geh hier durch. Okay. Mist, noch. Ich komme. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Es sind zu viele, Tess. Oh Mann. Versuch sie abzulenken. Da sind mehr Lichter. Mist! Ja, ich hab's gehört. Augen offen halten. Ja. Nicht. Oh, das war knapp. Was? Wo denn? Wo? Er ist hier drin! Oh. Ich hab den anderen Spielern dann in der... Läuft ja mal wieder großartig. Er darf nicht entkommen! Da ist er! Im Gebäude! Okay, einer weniger. Und ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt in Deckung gehen soll. Shit. Was war hier irgendwie besser? Ich gehe ran! Shit.
nur noch fünf Schüsse nur. Wo bist du? Los, Tempo! Ja, okay. Ja. Ich bin hier weiter rumzugammeln und nachher zu sterben. Ich habe sowieso vielleicht keine Munition mehr. Ellie. Ich sehe nicht. Dort Lichtkontakt? Negativ. Ausschwärmen. Ich glaube, wir müssen da runter, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? So anders. Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. Ist er da? Er ist nicht hier drüben. Das ist ja nicht so besonders gut gelaufen. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Der Regen ist das kleinere Problem. Okay. Da. Okay, hier ist aber sonst nichts. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Okay, hier ist soweit auch nichts zu finden. Dann ab durch die Mitte. Charlie, berichtet. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Okay. An die Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Und dabei. Ja, nichts. Auch nichts. Irgendwas zusammenschustern? Nein. Ist nichts, was wir gerade dringend benötigen. Alles klar, dann weiter im Text. Des, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay.
Ja, ich habe ja, wie ich am Freitag festgestellt habe, dass die ja jetzt richtig, man die richtig atmen hört, wenn sie die Maske aufhaben. Und ich habe dann meine damaligen Aufnahmen mal verglichen und da ist das Atem nicht zu hören durch die Maske. Das haben sie wirklich hier mit eingebunden. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, hm, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Ja, wir verstehen auch, warum Joel so komisch reagiert. Weil Ellie ihr an seine eigene Tochter erinnert. Und ja, wir wissen ja, was passiert ist. Hey, Barry. Willkommen. Wie geht's dir? Alles klar bei dir soweit? Na, dann wollen wir mal. Denn dann sind schon vorgelaufen und wir trödeln mal wieder. So wie immer. Joel, der Trödler. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Wir wurden heftig bombardiert. Ich wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Ja, bei mir geht einigermaßen. Könnte aber besser sein. Irgendwo was? Nein. Kann man die nicht einschlagen? Was denn das? Ach, genau du hast wie das gestern, Harry, worüber wir gesprochen haben, wo du bei uns gewesen bist. Okay. Geht auch wieder nicht. Hier sind alles noch Klamotten drin. Warum wollte die nicht, Harry? Die sehen noch unbenutzt aus, komischerweise.
die noch keiner die rausgeholt hat. Da wo hier zu viele Infizierte rumlaufen. Schätze ich mal. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. So. Ich glaube, hier war auf jeden Fall noch was. Schön tief. Hier drüben. Hier müsste ein Anhänger sein, der Fireflies. Das weiß ich. Oder? Hast du da was gefunden? Nein. Such weiter. Soll ich auch was machen? Bleib du einfach in ihrer Nähe. Okidoki. Dachte, hier wäre ein Anhänger der Fireflies. Dinger sieht man ja gar nicht in dieser Sichtweise. Das ist sehr komisch. Ich könnte echt schwören, das waren hier. Okay. Irgendwelche Informationen liegen hier auch nicht. Nur Flaschen und Ziegelsteine. Ja, ist eben typisch Sonntag, ne? Das Einzige, was du hätte machen können auf diesem Markt, ne, was ja momentan noch ist, bis nächste Woche, Marktplatz da, ne? Da versuche ich nächste Woche auch mal nochmal hinzugehen, wenn es klappen sollte. Wer war das hier? Irgendwo war hier was gewesen, das weiß ich. Ja, ich weiß. Boah, die Wettereffekte da. Okay, hier war tatsächlich nichts. Seltsam. Entweder wurde das anders gemacht hier. Ich könnte schwören, hier wäre mal was gewesen. Und ich bin dann gerade blind wie ein Maulwurf. Ah, hier ist was. Golden Stone Building. Achso. Okay, das war nur eine Information. War nicht das, was ich gerade gemeint habe. Hey, Tess! Komme. Erschreck mich doch nicht so, Tess. Ich hab einen Herzinfarkt gekriegt.
Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Da hat jemand an den Fuß rumgenagt. Aber die sind ja auch Nagtage. Okay, der war schlecht, wirklich schlecht. Nicht weiter, meine ich. Noch einer. Mist. Was hat der denn hier Schönes? Datum 7.2033. Einsatzleiter. Wallers oder wie auch immer. Operationsgebiet 2438A. 18.08 Uhr angekommen. Punkt. Das Gebiet. 2438A. Negativer Kontakt bei LZ. Bewegende Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr, negativ, Kontakt. 22 Uhr, 18. Schieße, negativ, Kontakt. Scheiße, negativ, Kontakt. 23 Uhr, 12. Soldat Albert meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt. Cordyceps infizierte, zweites Stadium im eingestürzten Bürogebäude unterwegs für Untersuchung. 23.40 Uhr. Mehrere infizierte Kontakt. Soldaten Admiral Sarah Colin vermisst. Angriffe im Gebäude aufgehalten. Erwarte Evakuierung. Naja, die kam wohl nicht rechtzeitig, würde ich sagen. Sie hat es wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Die braucht er ja jetzt ja nicht mehr. Fünfter Stock. Gott verdammt, Klicker. Oh Mann. Was ist mit dem Gesicht? So sieht da eine Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Okay, ich gehe erstmal nochmal nach oben. Sehr schön. Okay, mehr war auch nicht. Messer brauchen wir momentan nicht. Alles andere haben wir. Pillen haben wir auch nicht gefunden. Gut. Okay. Bleh. Werden dann nicht auch Sporen freigesetzt, wenn den ganzen Körper da bewegt und so? Da eben flog da die ganzen Sporen dann durch die Luft. Würde er sich dann nicht damit auch infizieren? Und nochmal.
Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Das wäre nicht so gut. Kopf runter. Nichts passiert. Alles ist total okay. Wir sind einfach seelenruhig unterwegs und sammeln alles Mögliche ein, obwohl dieses Gebäude jederzeit zusammenbrechen könnte. Also die Ruhe möchte ich von den beiden haben. Oder von den dreien besser gesagt. Besonders wenn das ganze Gebäude voller Infizierter ist. Ne? Oder wie seht ihr das? Hilf mir hier mal. Und nochmal. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße! Oh, das war heftig. Ist nichts passiert, wir haben nur uns verletzt. Boah. Heftige Viecher, oder? Meine Fresse. Diese verdammten Klicker. Vielen Dank. Toll. Okay, den Stein nehmen wir mal mit. Hätten wir eventuell noch mal gebraucht. Nichts? Ah, hier. Na, da ist noch was. So. Sehr schön. Pillen haben wir. Nochmal 5, dann können wir den Lauschangriff erhöhen. Dann müssen wir noch den. Machen wir, dass wir hier wegkommen.
Mann. Da geht's weiter. Da oben. Scheiße. Da oben? Scheiße? Ja genau, da oben ist Scheiße. Da hängt Scheiße, würde ich eher sagen.